Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserer Bausimulation Forest Village. Dankeschön fürs Einschalten. Bringt ihr viel Zeit mit? Bringt ihr ruhige Stunden mit und wollt einfach mal gucken, wie eine Siedlung entsteht, dann seid ihr hier genau richtig. Wie lange das Let's Play weiterhin läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich denke, nochmal neu anfangen werde ich nicht. Aber im Moment haben wir nicht die größten Fehler gemacht. Es wurde prophezeit, dass ich mich nicht jetzt mehr weiter vergrößern werde, die Zeit. Weiß ich nicht so ganz. Glaube ich nicht. Ich merke nur, dass der Brennstoff nicht ausreicht. Das heißt, wir brauchen mehr Holz, mehr Brennstoff für den nächsten Winter. Die Felder hier werden jetzt fleißig schon bepflanzt. Und wenn jetzt dann wieder Tag wird, sehen wir auch mehr. Langsam sehen wir gleich mehr. Und dann werden wir mal anfangen, hier weitere Bäume zu fällen. Lustig ist, dass wirklich manche Aufträge, die ich erteile, einfach nicht umgesetzt werden. So, jetzt können wir neu verteilen. Also wir müssen auf jeden Fall ein paar Bäume fällen, sonst wird das nichts. Da wir, wie gesagt, hier unser Dorf ja im Norden mit Feldern, hier wollen wir ja weitere Felder, jetzt fruchtbarer Boden bauen, können wir hier auch ein paar Bäume entfernen, so wie diese hier. Diese brauchen wir nun echt nicht, die kleinen hier. Das war der Jäger, aber die sollen wir mal, nehmen wir mal raus. Und hier am Strand, auch die Dinger können weg. Wird hoffentlich genug Holz jetzt gesammelt für die Brennstoffarbeit, also für Brennholz. Nahrung sieht gut aus. Wir gehen mit über 900 Gemüse ins nächste Jahr, 500 Fleisch. Auch dieses Fleisch im Nachhinein etwas bearbeiten wäre nicht schlecht. Haben wir da was? Haben wir doch eigentlich, ne? Da. Genau, das Smokehouse. A place where your villagers can prepare smoked food. Das könnten wir tatsächlich, wenn wir so viel jetzt mit uns bringen hier, könnte man das Smokehouse hier dazusetzen. Und schlussendlich Fleisch. Hier so. Kostet 7 Steine, die wir natürlich noch ernten müssen, ehe wir uns auch mal jetzt Gedanken machen über... Gedanken machen müssen über eine Steinmine, die wir bald brauchen, weil ihr seht, die Ortschaft ist recht groß geworden. Und nach, ja, werden die Wege länger. Viel länger. Holz wird gefarmt, das funktioniert derzeit. Wir könnten hier auch tatsächlich mal ein bisschen mit Deko punkten. Ein Festplatz. Was macht der? An einen zentralen Ort bauen. Was ist das? Ein Spielplatz. Increase Villagers' Mood, also verbessert die Laune der Leute, die im Radius arbeiten und leben. Ich denke kaum, dass hier Kinder dann spielen. Es gibt auch ein Gartenhaus. Das ist ähnlich anzusehen. Wer hier in der Gegend wohnt, findet das ganz toll. Hier könnte das Gartenhaus wunderbar passen. Es gibt auch ein Badehaus. Es wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, hier ein Badehaus zu bauen. Die Kirche ist zu groß. Die Kirchenkrypta kann man dazu bauen. Ja, aber diese Gemeindebauten sind ja auch nicht ohne. Ist das die Schule? Ja, warum bauen wir hier keine Schule? Dann können die Kinder doch sich ein bisschen bilden und arbeiten besser.
Wollen wir hier eine Schule bauen? Oder gehen wir ganz... Das Wirtshaus ist riesig. Dann doch lieber eine Methalle. Könnten hier fast zusammen abschließen, die beiden Gebäude. Schaut mal. Könnte ein großes Haus sozusagen daraus werden. Dann gehen die Leute trotzdem über den Weg. Da unten. Und dann kann hier aber gefeiert werden in der Methalle. Und sie betreten es dann über diese Straße da unten drin. So möchte ich nicht machen. Klar, ist dann geschlossen hinten. Ja, das wäre doch witzig, oder? Meint ihr nicht? So. Komplett zentral rauf. Klar, da links dieses kleine Ding wird auch mit eingearbeitet. So. Dann können unsere Leute endlich mal ein bisschen feiern. Komm her, ich baue das da jetzt hin. Mal gucken, was passiert. Ist doch egal. Das baue ich da jetzt hin. Kostet ein bisschen Steine, die müssen wir noch abfarmen. ...46 sind hier. Und hier sind auch nochmal 19 Steine. Die Bäume hier wurden gefällt sehr gut. Wir haben also folglich genug Stoff, genug Baustoffe für die Brennstoffverarbeitung, wenn alles reingeholt wird. Und fällen natürlich gleich noch mehr. Dem Gebäude sind keine Arbeiter zugewiesen. Ja, wir haben auch zurzeit keine Arbeiter da, weil die Arbeiter aufs Feld müssen. Und sich um die Felder kümmern müssen. Ganz wichtig. Steine werden, hier hört er schon, Steine werden gesammelt. Haben wir genug Heu? Oh, wir haben das gar nicht, als wir haben gar nicht so viel Heu. Oh, das ist auch nochmal ein Feld, was ich unbedingt anlegen muss. Unbedingt. Ganz viel Heufarm, aber wir brauchen ein Heufeld. Wer hätte es gedacht? Das Sammeln von Heu geht Gott sei Dank schnell. Sobald die ranlaufen, ist es eigentlich unseres. Schaut euch mal die große Karte an, wie groß das hier noch sein wird. Oder sein kann. Auch natürlich je nachdem, wie groß euer Interesse und meine Spiellust ist. So, unser Feld hier ist im Bau. Das wird auch Gott sei Dank schnell gebaut. Und dann hoffentlich auch bald das Smokehouse, was auch beliefert wird mit Steinen und allem. Haben wir ein paar Baustellen. Und unsere Methalle. Da freue ich mich sehr drauf, wenn die fertig ist, dass die Leute da trinken können. So richtig Wikinger-like und da feiern können. Und das ist cool. So, das Feld ist fertig. Hier wird jetzt Gras angebaut, tatsächlich. So. Und da müssen aber dann halt auch Leute noch rein, nachträglich. Das heißt, ich werde beim nach dem zweiten Abfarmen hier vom Flachs, was gleich der Fall ist, die Leute, die beiden hier rausnehmen und da hochschicken. Ist gleich soweit. Nämlich jetzt. Jetzt wird geerntet. Und hier wird die Methalle angefangen zu bauen. Das ist auch schön.
Hier ist nicht alles geliefert, nicht alle Steine. Ich dachte, wir hätten genug gesammelt. Jetzt. Wie viel Flachs haben wir denn eigentlich zurzeit? Über 1000. Eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Ah, ich könnte schon einen hinschicken. Da wächst jetzt das Gras. Ich bin gespannt, wie schnell. Wäre natürlich cool, wenn Gras super schnell wächst. Schneller als Flachs oder so. Oder genauso schnell. Und die Methalle ist fertig. Jetzt seht ihr, was ich meinte. Die Leute laufen jetzt hier durch und haben dann hier die Halle, um hier zu feiern. Seht ihr das? Hier wird dann getrunken und gefeiert. Es wird Honig benötigt. Das ist dann der nächste Schritt, klar. Das geht natürlich nicht einfach so. Und da werden wir gucken, wie wir an Honig halt rankommen. Das ist eine Bienenwabe. Da. Das Bienenhaus. Kostet nicht viel. Kostet wirklich nicht viel. Seht ihr das hier? Könnten wir an einen bestimmten Ort bauen. Das ist nicht das Problem. Könnten wir sogar hier anpflanzen. Genau hier, an dem Punkt. So. Flachs ist abgearbeitet. Ja, ist es. Ach, die sind jetzt automatisch hier hingegangen. Wir brauchen halt Heu. Und das geht nur durch die Grasgewinnung. Das Smokehouse ist bald fertig. Das kann dann endlich das Fleisch verarbeiten, welches irgendwie so wenig gerade geworden ist. Verrückt. Naja, allgemein schwindet unser Essen ziemlich stark, ne? Futtern wirklich viel. Wenn das fertig ist, drei Kreuze machen. Wir brauchen vielleicht gar nicht so viele weitere Bauarbeiter. Vier Stück, wir können auch zwei nehmen. Und die anderen können dann schon mal jagen gehen. Brennstoff ist okay. Wirkt auf jeden Fall auf mich okay. So, wie viel einfache Werkzeuge haben wir? 34. Ich würde hier mal nur noch einen das machen lassen. Und dann einen weiteren Jäger ernennen. Und hier werden dann bald Leute Honig anbauen können. Damit wir an Met kommen. Wir brauchen halt viel mehr Bevölkerung. Wir haben jetzt ja schon wirklich viele Häuser hier gebaut. Die Arbeitsplätze sind vergeben. Gleich werden die Kartoffeln geerntet, endlich. Ah, das Gras wächst doch nicht so gut. Also hätte ich jetzt anders gedacht, dass das richtig sprießt und es dann losgeht. Aber wir brauchen anscheinend auch weitere Wohnhäuser, damit die Leute sich noch mehr vermehren, sich hier wohlfühlen. Schade, es passt nicht.
So. Ach, der Bär geht hier schon hin. Dabei ist hier noch gar kein Honig. Okay. Ja, Gras hat die 50% erreicht fast. Kartoffeln werden jetzt schon geerntet. Hier geht's los. Das ist sehr gut. Je mehr Kartoffeln, desto besser ist es. Und die Wohnhäuser werden gebaut. Wir bauen jetzt ja hier eins. Da. Der Sammler hat zurzeit keine Leute, die ihm zugewiesen sind. Aber wir haben nicht genug Bevölkerung, wir brauchen mehr. Und hier wird das andere Wohnhaus gebaut. Dafür müssen aber erstmal die Bäume weichen. Und wir brauchen eh, wie gesagt, noch mehr Holz, damit wir hier alles abbauen können. Holz ist wirklich ein relevantes Ding. Man wird sich zeigen, ob wir das hier überstehen alles. Oder ob wir dann doch bald Nahrungsknappheit haben. Wäre sehr schade. Aber ja, ich bin hauptsächlich jetzt so eingestellt, dass wir jetzt erstmal die Kartoffeln brauchen, um unseren Gemüsehaushalt wieder aufzufüllen. Und dann irgendwann können wir auch mal darüber reden, dass wir hier die Methalle beliefern. Aber wir haben die Gebäude halt schon mal gebaut und es sieht einfach schöner aus, wenn was gebaut wurde, finde ich. Sieht doch gut aus. Ich finde, es ist okay geworden so. Ja, hier haben einige gesagt, ich muss hier Leitern bauen. Ich muss hier irgendwie rankommen. Ja, da bin ich mit überfordert, ne? Merkt ihr? Das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Das geht ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Kein blassen Schimmer. Weiß ich nicht. Rampe. Man kann natürlich auch hier noch aufs Land sich irgendwie die Steigung festlegen. Aber hier kann ich ja nichts machen an der Stelle. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, so rein von der Spiellogik her, ist, dass ich jetzt hier so eine Rampe bauen könnte. So. Da kann ich ja nicht mal. Ich kann... Ach komm, hör auf, echt. Also entweder, wenn es jemand weiß, beschreibt es mir, wie es geht, oder ich lasse das Ding da stehen. Das ist mir dann auch zu doof, ganz ehrlich. Das klappt halt nicht. So, wie sieht es jetzt hier aus? Es fehlt an Steinen wieder. Kann doch alles nicht sein. So. 33 Steine mögen gesammelt werden. Kartoffeln kommen jetzt an die 1000. Finde ich gut. Und dann bauen wir hier das Wohnhaus. Da das Wohnhaus. Und ich hoffe, dass wir mit mehr und mehr Leuten dann auch mehr und mehr Nahrung produzieren können. Im Moment gehen die ganzen neuen Arbeiter als Jäger rein. 5 Jäger haben wir jetzt schon am Arbeiten. Steine haben wir ein Haus, zwei Häuser mehr. Für Familienplanung ist das gut. Ich würde sogar sagen, wir könnten selbst hier noch eins bauen. Hier. Aber daneben ist halt die hässliche Lehmgrube. Da will auch keiner wohnen. Oh, ein Kind ist während der Geburt gestorben. Das ist doof. Was wir hier machen könnten, ist, wir könnten die Bäume abfarmen und könnten hier auch ein paar Häuser aufbauen und dann hier so einen Hafen drumherum. Das wäre mal eine witzige Sache. Ist ja was, ich fälle hier jetzt mal. Zumindest fälle ich... die kleineren. Die großen zwei lasse ich stehen. Schauen wir mal, ob es klappt. Ob
das funktioniert. So, das Wohnhaus ist fertig. Hier leben auch glatt Leute, die jetzt erstmal Essen holen müssen. Das haben sie fertig gebaut und das nächste ist hier. Och, und dafür fehlt jetzt Eisen, dass wir auch nicht mehr so im Über was haben. Das reicht schon. Und hier fällen sie jetzt? Nee. Ach, können die hier nicht her? Nee. Ha. Alles klar. Wir können da gar nicht hin. Sondern nur, wenn wir das Land anheben. Okay. Nicht schlimm. Oh. Jetzt hat sich wieder jemand zu Tode gehungert. Und ja, ihr sagt jetzt hier, pass mir auf deine verstreuten Arbeiter auf. Aber ganz ehrlich, der hat sich hier zu Tode gehungert. Also ganz ehrlich. Was soll das denn? Was war er denn? Tischler. Shit. Naja, einen haben wir noch. So, das Wohnhaus wird endlich gebaut. So. Damit haben wir dann hier ein Wohnhaus mehr. Hauptstraße hier so. Mit Seitengassen. So, die Bäume noch bitte weg. Okay, gut. Leute, ja, das Wohnhaus ist auch fertig. Jetzt ziehen hier auch glatt Leute ein. Wir hoffen auf mehr Bevölkerung. Und dann halt auch mehr Produktion in alle Richtungen. Das Gras wurde geerntet. Oh, schaut euch das an. Das hätte ich mal früher machen sollen. Okay, alles andere wurde auch geerntet. Wir haben es Herbst. Ich musste eigentlich keine Leute mehr reinstellen. Zumindest nicht bei den Kartoffelfeldern. Vielleicht beim Flachs nochmal so 4 Leute rein. Das hier war ein Gebäude, genau. 4 hier, 4 da. Dann haben wir ein paar, die wir nicht brauchen. Die gehen direkt zu der Jagd. Vielleicht können wir noch ein bisschen Flachs und ein bisschen Gras anbauen. Das letzte rausziehen. Ja, also wie gesagt, wir sehen uns dann bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Vorschläge gern gesehen. Und mal gucken, wie lange wir das noch packen. Macht's gut und tschüss.